Spezielle am CS Unionleiten Wallis ist, dass Präsenzveranstaltungen an der PH Wallis im Brieg stattfinden und dass wir die Inhalte kantonsspezifisch aufbereiten. Also als Studienleiterin ist es mir wichtig, dass ich kompetente Dozenten oder Dozentinnen von PH gewinnen für meinen Lehrgang, weil sie sind draussen in der Schule und kennen das Tätigkeitsfeld der Schulleitenden. Aber auch, dass ich Dozenten aus der Privatwirtschaft, die eine Aussensicht auf die Schule hineinbringen können. Was das Interessante ist in der Zusammenarbeit mit der PH Bern, ist natürlich, dass wir unsere Walliser Spezialitäten oder Spezifitäten besser gesagt einbringen können. Vor allem auch die Couleur Wallisanne in einen Studiengang einführen. Meine Motivation für die Ausbildung ist eigentlich einfach der Wunsch nach einer Weiterbildung. Weil für einen Lehrer ist es immer so ein bisschen schwierig, noch weiterzukommen. Und hat mich einfach der Kursinhalt sehr angesprochen. Und schon ein bisschen auch mit dem Hintergedanken, einmal in die Fußstapfen von unserem schon ein bisschen älteren Schulleiter zu treten. Das war natürlich für uns eine grosse Zufriedenheit, dass die Studiengangsleitung von dem CAS Schulleiten und Führen ist offen war für so Abänderungen und auch für die Anpassungen, damit das im Kanton Wallis gut ankommt. Denn für unsere Leute ist es natürlich schwierig, immer bis auf Bären zu reisen. Sie können das hier vor Ort machen, an der PH Wallis. Wir haben jemanden da, der sie dort betreut, zwischendrin, wenn es Fragen sind. Also so, dass ein guter Austausch ist und eine gute Abstimmung zwischen PH Bären und PH Wallis. Ich erhoffe mir von dem Lehrgang, das nette Handwerkszeug zu erlernen und dass ich einen Schüler kompetent leiten kann. Und was ich als sehr positiv erachte, ist, dass wir mit anderen Personen, auch wenn wir gleiche Funktionen sind, ein Netzwerk aufbauen können, das hoffentlich auch über die Lehrgangstür uns bestehen bleibt.